Ach, jetzt wieder zurück zum Archer. Also Grifo ist back, ja? Ey, Grifo? Doch keinen Bock gemacht, oder was? Ich dachte, er spielt endlich was mit Skill. Und dann macht er wieder den Move, ey. Zum Beispiel mit Skill? Haha. Ach, Grifo ist schon ein guter Archer, ja. Vor allem mit viel zu viel Gear. Sag mal, Grifo, wie findest du den, nennen wir es mal, Nerf? Ist eher ein Witz, oder? Noch nichts, ja, sag ich ja. Ist eher ein Witz. Nee, dem wurde nicht in den Hintern getreten. Du hast jetzt, wie war das doch gleich? Also Dr. Wood und Stiff. Genau. So rum. Und nur aus einem. Also non-existent, wie Griffiths schon selber sagt. Es hat sich nichts geändert. Archer ist auch noch viel zu overpowered. Ein Skill ein bisschen genervt und die anderen Skills habe ich eh geblockt. Gelockt. Aber die wollen jetzt irgendwie über den sehr rüberarbeiten, ne? Glaube ich. Haben die doch gesagt. Stand zumindest da, aber siehst ja, was dabei rauskommt. Weil die nicht auf die Spiele hören. Sondern einfach machen. Ich bin mal gespannt. Also. Ich meine, man kann eine Klasse auch nach und nach, ne, kaputt machen. Hoffentlich. Ja, für so diejenigen, die jetzt Archer spielen, wäre es natürlich kacke, ne? Also es ist immer kacke, wenn eine Klasse, die gespielt wird, halt kaputt genervt wird. Ja, aber Archer sollte eigentlich eine Support-Klasse sein und nicht so eine Klasse, die dir aus 200 Metern dein Leben aus der Seele schießt. Leute? Ja. Oh, hier ist an der Zeit. Oh shit. Da kommt jemand. Unsichtbar. Nee, ist nicht unsichtbar, ist auf dem Pferd. Es ist an der Zeit schon. Okay, wir retten Chris. Behalt mal hier die Oberhand. Ja, ja, nee, der ist quick. Nee, wie wurde vorhin im Gildenchat geschrieben? Nein, GZSZ, gute Drops, schlechte Drops? Wie waren das nochmal? Nee, wie waren das nochmal? Kurz drauf. Oh, wer hat den Namen des Vor- Namen hat er das, glaube ich, vorhin geschrieben. Namen, wie hast du das vorhin gesagt? Miro 17500. Da ist er wieder. Ja, ich weiß. Interessiert nicht. Mach den Doppelsprung weiter. Er kann ja nicht lange stehen bleiben. Lass dich nur nicht umlocken. Animax. Okay. Ist ja egal, wer es ist. Mit was, ja, mit Hell. Ja, ist klar, wer es ist. Ich weiß. Mehr. Hab ich schon am Gili erkannt. Verstehe ich halt immer noch nicht, ne, warum die immer noch am Gili benutzen. Relativ. Ach, guck mal, wie langweilig das ist. Muss sogar schon gehen. Naja, ja. Ich glaube, Meteor incoming. Pass auf, dass ihr nicht in den Mobs verreckt, ja? Tut mir den Gefallen.
Kommt ein zweiter. Den habe ich down gemacht. Hey Q, da ist dein PvP, komm ran. Psst, da mache ich überhaupt keinen Damage. Ja, die sind ja auch nur zum Trollen da. Sehr schön, ja. Jetzt hat er mich gekillt, schön Kammer. Ja, zu zweit schaffe ich nicht auf Dauer. Aber der Doom-Nerf war echt hart, ne? Also wenn man so überlegt, im Gegensatz zu vorher, was ein Doom so Schaden gemacht hat an dir. Ach Gott. Entschuldigung, ist ein bisschen hart langweilig. Bleib mal stehen, bitte, da. Da. So, Tier 1 ist wohl nicht mehr Doom Buster. Aber ich finde, also am Anfang haben die echt krank Schaden gemacht, ne, die Doom. Oh, Hosti ist da. Hosti ist da mit dem Chest. Hallo Chestnut. Na mein Lieber, ich muss da zwischendurch mal zu dir. Okay, für dich fliege ich auch in der Luft. Ich musste zwischendurch mal zu dir rüberhusten, weil Arbeit kurz mal dazwischen kam. Ich hoffe, das war nicht allzu verwirrend. Dieser Merli meint, er spielt 3 Monate und hat uns alle gelegt. Ist doch gar nicht schön, Pai. Oder? Ist doch gar nicht frei unten. Ich sag, gehen wir überhaupt? Ich geh nach oben gerade. Kannst auch über Gilde gucken. Oder? Nee, kann er nicht. Ich bin oben. Oben ist frei. So, du warst verwirrt. Ja, ich konnte dir leider nicht mal Bescheid sagen, weil ich so schnell einen Anruf reingekriegt habe. Na, hallöchen, Quinny. Hallo, Thorak. Hallo, Katjuscha. Mau, Mau. Der Thorak, man kennt ihn. Ja, Lenin, ja. Ich muss für Quinny noch ein Maumau-Command reinmachen. Ganz dringend, by the way. Das müssen wir da einfach machen, schnell. Na, wie lief's bei dir? Wie war's mit der Shai? Entspannt, hab ich gehört. Ich war mehr so... Also, ich hab dir zugehört vorhin, aber ich war mehr so im Lurker-Modus, weil ich nebenbei noch 1000 Sachen gemacht habe. It's me, Torlord Brock. Na, Black Rocks, mein Lieber. Okay, Shimper steht hier. Warte mal, einer fehlt uns doch. Ja, ich wusste es immer noch selber nicht. Schnucki, guck mal, Gruppenchat, ich hab's reingeschrieben. Ja, kann ich nicht, wenn Merli 300 Sätze da schreibt. Ich glaub da noch. Hab schon gefunden. Okay. Shy Grind ist wie Schafe gestern auf dem Schafsberg. Was hast du vorhin gesagt? Du kannst dabei noch Wohnung putzen, ne? Wenn du mit Shy Grind gehst.
Alles gut, ja. Hab heute meine 50% erreicht. Halbzeit für Level 63. Vier Stunden Scheißstream und die Wohnung ist sauber. Glaub ich dir. Wie läuft's denn so bei euch? Was treibt ihr gerade? Essen? Ui. Ja, dass du Holz machst, weil... Oh. Da fällt mir gerade was ein, wo Striffe sagt Holz. Warte mal ganz kurz. Ah ne, Striffe kann selbst abgeben. Striffe, du kannst selbst abgeben. Wieder. Ich hatte das ja wieder zurückgesetzt. Das ist uns bald eine Daueraufzählung. Genau, mach einfach at all, Quinny. Schnell Suppe essen, dann CS gehen, bevor es Sauer gibt. Warum gibt's Sauer? Note war heute bei euch, oder was? Oder warum so verpflichtend? Ah, versuchen TFT zu erlernen. Okay. Zu Fame für mich, oder was? Die Quinny, die ist famer als wir alle zusammen, doch, sag ich dir. Weiß nur keiner. Spielt sich alles im Underground ab. Übungsframe. Cox, möchtest du? Du hast die Ehre. Was denn? Was für Ehre? Was für Ehre? Du hast die Ehre! Was denn? Lol. Das möchte ich. Wow. Direkt gekündigt als Mod. Ja. Gar nicht gesehen. Jemanden handeln. Nur am Grinden. Scheiße. Ich schlüpfe immer hin und her. Jetzt geht's hier mit Hallo Sweetie los, ja? Was war denn das gerade für ein Wolfsgeheule? Okay. Ja, ist doch geil, oh. TFT will er also lernen, okay. Fetzt das oder eher nicht so? Keine Ahnung. Ach, hast du selbst auch noch nicht gespielt, Torek? Also, ich finde TFT sind auch nichts für mich. Ach, guck mal, da ist der Fake-Account. Der nächste. Die stehen es. Die stehen da drauf, wenn du den Knüppel rausholst. Ja, mach ich gern. Lass den Knüppel aus dem Sack. Was? Ich bin bei Miromok und der hat einen Knüppel in der Hand. Also ich trinke keine Shots auf euch. Aber ich baue euch gerne. Ja, stimmt. Marc hat ja gestern Shots auf die getrunken, ne? Bis er nicht mehr reden konnte.
Wobei er gestern auf alles geprostet hat. Ja, er hätte es auch nur einen Punkt schreiben können. Er hat darauf geprostet. Der hat sich richtig gegönnt. Marc hat sich gestern richtig gegönnt, ja. Der war richtig dabei. Ja, da sind wir dabei. Per Runde, die ich gespielt habe, waren richtig spaßig. Jetzt erstmal wieder die Passwörter raussuchen für die anderen Fake-Accounts. Also als professioneller Stalker hat man doch eigentlich eine Liste, oder? Wo das AFK-Event ist, hat man ja nicht mehr Zeit für andere Games. Das habe ich gestern schon mal irgendwo gelesen. Und jemand hat das gestern in irgendeinem Stream schon mal gesagt. Jedes Mal ist dasselbe, wenn das Event kommt. Jedes Mal. Und was mache ich? Ich bin grinden. Grinden, grinden, grinden. Ja, du machst halt trotzdem noch Geld und dann kannst du dich ja mit anderen Sachen beschäftigen. Ja. Aber wurden nicht sogar auch schon mal Leute gebannt, weil sie neben BDO ein anderes Spiel laufen hatten? Bei dieser riesen Bannwelle kamen doch auch solche Gründe. Doch, weißt du nicht mehr? Das war wegen anderen Sachen, weil die gedacht haben, ein Bot wurde detected oder so. Es war halt, die haben mega schlechtes Anti-Cheating. Achso, war Anti-Cheat versus Anti-Cheat. Okay. So. Entschuldigung, muss mir kurz das Herzchen von Kiyoma durchlesen. Wenn er Steam laufen hatte, nice. Dings wurde doch gebannt, weil er Steam laufen hatte. Ja, siehst du, dann könnte ich ja auch gar nicht, weil ich ja auch über Steam spiele, könnte ich ja gar nicht noch ein Spiel über Steam starten dann. Wegen Anti-Cheat versus Anti-Cheat. Wenn ich euch jetzt richtig verstanden habe. Okay. Ja, da ich eh meistens dann Offstream aufnehme oder sonst was, mache ich eigentlich sowieso alles aus. Macht Schimper weiter für den? Oh, guck mal, ist sogar Level up. Level 60 ist auf jeden Fall geworden. Ich muss mal PC neu starten, irgendwas ist los. Schon wieder? Ja. Okay. Irgendwas ist da los. Dann bind mal wieder an. Ja, bin gleich wieder da. Okay. Läuft schon, hat nebenbei Division gezockt. Ja, das hat er mit mir gesagt. Ja, lol. Hat er sich denn wenigstens von neue Zigaretten gekauft? Ja, geh mal essen, Chris. Gönn dir. Kurzen Appetit. Ja, der Wischen bin ich ja soweit eigentlich durch. Ich meine, ich habe jetzt Weltrang 5. Eigentlich würde ich gerne in die Dark Zone gehen. Das
Also eigentlich kann ich jetzt nur noch Dark Zone gehen oder Equip Farm oder Raiden. So, das sind die Sachen, die ich jetzt noch machen kann bei Division. Aktuell. Ich versuche gerade beim Raufen aufzuhören. Mir hat damals E-Zigarette ganz gut geholfen, muss ich sagen. Also ich habe von Zigaretten direkt auf E-Zigarette umgestellt, aber ohne Nikotin. Und dann ein Jahr später hatte ich weder Bock auf das eine noch auf das andere. Also ich fand es ganz hilfreich. Muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich es ohne auch geschafft hätte, aber ich fand es für mich... Ich fand einen ganz guten Weg für mich. Muss ja nicht gleich auf Non-Nikotin umsteigen, kann es ja auch, keine Ahnung. Gibt ja verschiedene Tabakstufen auch noch, ne? Beziehungsweise Nikotinstufen. Wegen Raiden spielt man noch Division. Ja, ich sag doch, ich müsste jetzt Equip farmen, damit ich Raiden gehen kann. Das war ja das, was ich meinte. Mini hat mich ja auch schon gefragt, weil wir wieder Division zocken. Ja, viel Spaß am See, Torak. Gönn dir. Aber das mit den Duellen hat sich ja dann jetzt auch geklärt, oder? Haben alle festgestellt, Kiyoma ist unbesiegbar? Easy. Na, hallöchen, Tante Erna. Nein. Bist du wieder da? Ja. ich glaube, Bärchen ist jetzt dran, ne? Mit Wilderer? Eigentlich ja. Arsch, dann bin ich. Ja, nimm. Salz on Air, danke für den Host. Krieg ich nicht mal mein Duell. Ich weiß gar nicht, ist Kühlmer noch da? Wo ist er denn hin auf einmal? War doch die ganze Zeit da. Sich was steckt bestimmt. Na, wie geht's dir denn, Salzone? Alles gut bei dir? Leer, ne? Ja. Hattest du den jetzt gemacht, den Wilderer, ja, ne? Mhm, aber leider wenig bekommen. Komm, dann ist Schimper der Nächste. Wenn einer kommt. Arbeit am Start. Wie lange musst du heute noch? Stimmt, Black Ops war heißer gestern, ne? So ein bisschen. Kann natürlich auch sein, dass sich was anbahnt und die nächsten Tage wird es jetzt richtig schlimm, ne? Hör mich an wie Donald Duck. Okay.
Solange du dich nicht anhörst wie Daisy, ist doch alles gut. Kiyomas gerannt. Ich glaube, Kiyomas ist gerade echt AFK, ja. Nur so eine Vermutung. Tage-Block, ey. Naja, wenn das Geld stimmt, ne? Ach, guck mal, das ist ja. Man muss nur sagen, die Lusche ist gerannt. Dann kommt sie wieder. Sag mal, Bärchen, hast du dir jetzt den EP-Buff geholt von der Villa? Oder immer noch nicht? Der macht voll was aus. Achso. Ich merke nämlich. Ich hab keine Schriftrolle. Ich hol mir die Einladung dann heute irgendwann. Mhm. Dann habe ich die ab morgen. Ich merke nämlich gerade, dass das ganz schön reinkaut. Na klar, 10%, ne? Jeder Prozent hilft. Ich bin jetzt auch so, ich muss jetzt bei 6.500 Trash sein. Irgendwie so, muss ich mal ins Pferd gucken. Guck mal, jetzt nimmt Quessen nicht an. Eieiei. Was? Karriere von Aoi ist bereit, ins Meer auszulaufen. Ja, ja, klar. Was ist denn das? Frag mich nicht. Was die Karriere von Aoi ist? Eine Galeere wurde fertiggestellt aus einer Gilde. Ach so. Ah, okay. Und dann wird das so angezeigt, oder was? Cool. Das wusste ich ja auch noch nicht. Jetzt will ich auch eine. Voll gut. Na, ich hab ja eine. Name. Ich will, dass mein Name jeder liest. Das ist ja cool. Ist selten. Ja, natürlich. Weil die kann so schnell sein, ne? Ich mag das total bei der. Kannst mit der voll gechillt grinden oder aber super schnell. Aber kleine Finger. Was? Der kleine Finger? Ach so, wegen Shift meinst du? Ach, pff. Ich habe meinen Finger dauerhaft auf Shift. Ich kenne das gar nicht mehr anders, seitdem ich DK spiele. Das ist. Ich halte meinen Finger schon automatisch immer auf Shift. Das ist geil, wenn ich YouTube drinne bin und ich will mit Shift irgendwie rausgehen. Aber Shift muss ich sowieso drücken, wenn ich auf zweiten Bildschirm wechseln will. Also. Pff. Von daher. Läuft gut heute. Ordentlich was geschafft, ja. Bin jetzt bei fast 10% heute.
zulungern in der ersten Nikatang hattest du auch beim kleinen Finger. Soll ich dir sagen, ich weiß das tatsächlich gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, ob ich da Probleme mit hatte. Ich glaube ja. Ich glaube, am Anfang habe ich meine Hand immer mal ausschütteln müssen zwischendurch. Einfach, weil ich da noch gar nicht dran gewohnt war. Und jetzt halte ich meinen Finger eigentlich dauerhaft auf Shift. Also das Einzige, wenn ich den hochnehme, ist, wenn ich Nocturne oder Vidia aktiviere über den Hotkey. Ich glaube, am Anfang musste ich meine Hand oft ausschütteln, ja. Einfach, weil ich es nicht gewohnt war, diese Haltung zu haben auf meiner Tastatur. Aber ich hatte das bei irgendeinem Char, da war das auch so. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. War das die Vike? Da hatte ich auch eine ganz andere Tastenbelegung. Was denn? Irgendwie. Nacken versteift. Hast du dich denn gerade hingesetzt? Nee, ich kann nicht gerade sitzen. Ist auf jeden Fall empfehlenswert beim Grinden. Das ist schwierig, ich kann nicht gerade sitzen. Alles ge. Oh, ich hab außerdem gefaut. Ups. Ups, das war nicht mein Plan. Das war der Schreck-V, weißt du? Und mittlerweile geht das echt, ja, mit dem Shift-Drücker. Das stört mich schon gar nicht mehr. Ich spiele nur mit Shift. Ja, ja, ich ja auch. Deswegen merke ich das schon gar nicht mehr. Nein, ich auch nicht. Ich glaube gerade Ninja, da muss man so viele Tasten drücken, um einigermaßen Schaden zu machen. Im Awakening geht's aber einigermaßen. Ja, Ninja habe ich nie gespielt, sondern Kuno. Aber das ist jetzt auch schon so lange her. Mal gucken, wenn ich endlich mein Kostüm mal gesniped bekomme, dann werde ich die auch wieder öfter spielen. Ist heutzutage etwas besser im PvE als in, ja. Ich finde, sie hat beide im RBF ziemlich krass, ne? Durch diese Scheiß-Skills mit dem Unsichtbar-Machen. Ich glaube, ich habe jetzt sogar dann Prozent gemacht. Heute. Ich glaube, ich habe mit 49,4 habe ich angefangen. 49,3? Ja, ich weiß nicht. Ich hatte euch das ja von einem Gruppenchat geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr. Drei. Ungefähr drei. Wie fast jetzt? 50,386. Ja, 1% hast du. Nice, nice. Noch paar Stunden und dann zwei. Genau, so sehe ich aus, ne?
Ich habe jetzt 7,6 gemacht. Hast zwei 530er Rollen benutzt, ne? Eine. Reicht ohne. Nee, doch, zwei. Sag ich doch, wann hast du nämlich gesagt, du hast zwei benutzt? Eine morgens mit der guten Gruppe, einmal mit dir und das war's. Ja, nice. Entscheidung, was zwischen Ninja und LAN. Für PvE war LAN bestimmt gechillt, aber in CS PvP. Aber LAN ist im PvP doch auch ganz nice. Also im 1 vs 1. Also ich mag gern PvP mit der LAN. Ja, wird so mehr so in den Massenkampf gehen, also so Note War und Siege, weil da ist eine LAN natürlich dann, ja, die hat eigentlich nur eine Aufgabe, ne, Ulti und sterben. Ach ja. Guck, sie ist da, aber stumm geschaltet, okay. Ja. Ich muss mal gucken, was los war. Ich hatte irgendwie die ganze Zeit keine FPS, aber jetzt geht's dann langsam wieder. Neustadt was gebracht, oder? Ja. Das ist komisch. Doch, ich bin da ganz zufrieden mit. Ja, Smosgant wird meine Klasse, die richtig anspruchsvoll ist. Okay. Anspruchsvoll dann, ja. Ja, wie gesagt, ich habe bei Ninja nie gespielt, also ich kann da nicht wirklich viel zu sagen. Beide Klassen definitiv, Ninja. Boom. Dann kannst du ja die LAN trotzdem noch zum Grinden nehmen. Die ist halt im Grind auch super gechillt, ne? Du musst halt nur die Waffen immer haben. Und ist auch nicht so schwer. Zwei Sets. Oder du machst eine Kuno, bist etwas anders als Ninja und kannst auch grinden. Wäre cool gewesen, wenn ich heute auch mal noch einen Valtara gedroppt hätte, ne? Hm, stimmt, du hast noch keinen. Mhm. Ja, gut, hast ja noch Zeit. Bis 24 Uhr. Ja, genau. Sonst geht's lang. Dir gut, oder was? Eigentlich schon. Immer das Gefühl, dass die Voraros am Ende so verzögert irgendwie kommen. Könnte mich aber auch irren.
Und der Rest schön am Angeln? Oder alle am Grinden? Enttäuscht mich nicht. Hast du eigentlich von was gefunden, Hüsre, oder hast du gar nicht wirklich gegrindet? Ich bin immer noch am Grinden, aber ich habe bis jetzt noch nichts gefunden. Eine Menge Scrolls, die ich später noch machen werde. Musst du besser suchen. Ich bin dabei. Was suchst du denn? Blackshirts. So, lol. Ich wäre auch ein bisschen enttäuscht, denn einen Tag, wo ich ja Arkman war, so zwischendurch mal statt Miro, habe ich auch nur 2 Reds gedroppt an dem Tag. War ich auch ein bisschen traurig. Aber nein, man kann ja nicht alles haben, ne? Arkman ist jetzt sowieso mehr für Reds statt für Black. Ich bezweifle aber, dass irgendwann ein Tag kommt, wo ich mehr Blacks als Reds im Lager habe, ne? Das bezweifle ich irgendwie sehr stark. Sieht das nicht schick aus, 50,4%? Ja. Gerade eben erst 50% gemacht und schon wieder 0,4% drauf, ne? Voll gut. Ist eigentlich noch gerade jemand auf dem Weg zu Level 63 von euch? Oder bin ich die Einzige, die so blöd ist? Ah, doch so viele. Mhm. Wer hätte das gedacht? Ich mach das so nebenher. Ja, naja. Ich will gar nicht ausrechnen, wie viel Geld ich pro Tag gemacht hätte, wenn ich nicht Miro gegangen wäre. Das will ich gar nicht nachrechnen. 10 Millionen pro Tag. Mehr. Nee. Glaube ich nicht. Ich glaube viel, viel mehr. 13,7. Hä? Ist das für eine krumme Zahl? Dann bist du doch blöd. Sag ich doch. Ja, wenn du einen Valtara mit dem Tungrad vergleichst, dann hast du schon das erste Minus, was du entdeckst. Weißt du, was richtig troll ist? Was denn? Wenn du von Elton einen Kompassteil bekommst. Aber einen blauen. Das ist unlucky. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
Und du bist jetzt echt stolz auf mich, weil ich die Ingame-Musik aus habe, ja? Ja. Warum zum Teufel bist du da stolz auf mich? Warum zum Teufel hattest du die Scheiße überhaupt an? Wer hat das überhaupt an? Ich hab das immer an, ich finde das voll gut. Ich hab das noch nie angehabt. Ich hab das so schnell ausgemacht. Weißt du was, du bist so stolz auf mich, da sollte ich ihm erstmal wieder Einrichtung für meine Wohnung holen. Okay. Ach, auf einmal. Sonst würde ich immer tot gebieft. Also, ich habe da so eine Harfe entdeckt im Perlenshop. Ach, wir reden vom Perlen. Wow. Ja, natürlich. Ja, huch. Was ist mit Shinpai passiert? Ist der gerade rausgeflogen? Kann das sein? Ja. Ja, gut, wir schaffen die Rota hier auch alleine. Ist nicht so schlimm. Ist ja kein Doppelspawn dabei. Wenn du mich so gut findest. Ich mag das rumgestöhne Ingame auch. Ja, ne? Beste. Na, hallo, Nex. Nicht das Rumgestöhne ist das Problem, sondern dass du die Sounds von den sterbenden Gegnern nicht ausmachen kannst. Voll geil ist das, dieses... Jetzt geht's los. Das ist voll gut, wenn du deine Gegner sterben hörst. Zu viele deiner Türen. Das ist Balsam für die Ohren. Ja? Ja. Oh, ein kompliziert gemustert, da müsste ich ja Splitter. Habe ich auch vorhin getroffen. Kann sein, dass sie selten sind? So viele, wie ich davon habe, würde ich jetzt sagen, nein. Ja, okay, schon. Schön, würde ich gerade sagen. Bärchen, jetzt kriegen wir 60%. Yay! Ja, weil wir zu zweit sind. Leute, das ist zweit. Nur ein Scherz. schnell das Switchen. Nein, das tun wir Shepard nicht an. Ich spiele eine DK, das ist so vollkommen korrekt. Wenn man es nötig hat und sonst kein Gestöhne hört. Ja, wenn ich mich selber stöhnen höre, wäre ich zu geil, weißt du? Du wieder! Ich merke schon, die Uhrzeit ist erreicht. Ach Gott. So, Emma hat sich gelacht. Na, Listenhund, wie geht's dir? So, und Chris ist ja erstmal was essen gegangen, ne? Ich glaube, der ist ja auch nebenbei immer am Arbeiten. Der macht das ja nicht anders als ich. Wie ich. Als wie ich. Storm. Wie immer. Wie war Arbeit? Ach, Urlaub hast du? Ja, nice.